Wunderschönen guten Morgen. Heute mal nach Österreich. Wohin genau, erzählen uns die Protagonisten gleich selbst zu einer weiteren Ausgabe von Spotlight, einem Format des German Mittelstand, in dem sich jede Woche um Donnerstag 8:25 Uhr ein Mitglied vorstellt, in dem es uns erzählt, was es eigentlich tut, was es sein Geld verdient, was die Geschäftsidee dahinter ist. Heute schalten wir nach Österreich zu einer Firma, die sich Zweihorn nennt. Jetzt wissen wir natürlich, jeder sucht das Einhorn. Und hier bietet ein Unternehmen gleich Zweihorn an. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt von Monika und Andreas Stolze. Wer ist Zweihorn? Die Zweihorn GmbH ist eine Unternehmensberatung in der Nähe von Wien, spezialisiert auf Marketing und Vertrieb unter der Leitung von Monika und Andreas Stolze. Und was macht sie einzigartig? Erstens, die bei Zweihorn lieben Herausforderungen und scheinbar unlösbare Aufgaben. Und sie geben alles, um ein Projekt erfolgreich über die Ziellinie zu bringen, um ihnen zu helfen, bessere Vertriebsentscheidungen zu treffen. Im Ernst. Sie sind ganz verrückt danach, Dinge zu hinterfragen, die immer schon so waren, und können es kaum erwarten, Ihnen zu zeigen, was alles bereits an Möglichkeiten im Verborgenen liegen, ohne sich fragwürdiger Marketing-Hacks zu bedienen. Zweitens, und ich will hier nicht prahlen, aber Sie sind wirklich, wirklich gut in dem, was Sie tun. Sie investieren einen nicht unwesentlichen Teil Ihrer Freizeit, nach neuen Lösungen zu suchen, sich weiterzuentwickeln, um Dinge voranzubringen, die es Ihnen als Kundinnen ermöglichen, verschiedenste Förderungen im Bereich Online-Strategie in Anspruch zu nehmen. Kombinieren wir diese Leidenschaft jetzt mit einem tiefgehenden Verständnis von effizienten Marketing- und Verkaufsprozessen, über 20 Jahre Erfahrung in der IT und Customer Experience, wird eigentlich sofort klar, dass hier SpezialistInnen am Werk sind. Drittens. Und das ist vermutlich wichtiger als alles andere. Wenn sich Unternehmen für eine Zusammenarbeit mit der Zweihorn GmbH entscheiden, geht es immer um Menschen und deren Resonanz, nicht um User und Klicks. Sie verstehen sich als unabhängige BeraterInnen für Menschen in Organisationen, die vor einem Entwicklungsschritt stehen oder in diesem Prozess feststecken und wollen nichts mehr, als Ihnen beim Gelingen Ihrer Aufgaben beiseite zu stehen, damit Sie oder Ihr Marketingteam sinnstiftend und eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können. Zweihorn-BeraterInnen kommen also nur, um zu gehen. Melden Sie sich für ein kostenloses Erstgespräch. Das war mal so die Schnellkurzvorstellung. Das haben wir mit ressourcensparend gemeint, aber das Video ist ein ganz gutes Beispiel aus unserer Praxis. Also der Produzent dieses Videos heißt erklären.at. Und wir haben das Unternehmen, das ist ein Startup, vor ungefähr 2 Jahren beraten und haben mit ihm eine Möglichkeit entwickelt, dass Online-Videos buchbar sind, und zwar zum Festpreis. Also wir haben ein Konzept entwickelt, dass Unternehmen wirklich Online-Videominuten bestellen können und der Kunde im Prinzip den Text liefert und das von professionellen Schauspielern im Prinzip vorgelesen wird. Die nette Dame, die für uns gesprochen hat, die hat zum Beispiel schon im Tatort mitgespielt und weiß auch, wie sie sich entsprechend zu dem Text bewegen und gestikulieren kann. Und genau, das ist ein Beispiel unserer Arbeit. Wir lieben Projekte, wo wir mit neuen Ideen konfrontiert werden und gefragt werden, du Monika, Andreas, wie können wir diese Idee, diese Produktidee oder diese Dienstleistung umsetzen? Welche Mittel brauchen wir dafür? Und dann beginnt im Prinzip unsere Arbeit und wir überlegen, wie wir Produkte oder Dienstleistungen gemeinsam zur Marktreife führen. Und da steckt so ein bisschen Pioniergeist in uns. Und genau, Grundlage ist die Erfahrung und natürlich auch ein Netzwerk von Experten. Wir wissen, was wir nicht wissen. Das ist eines unserer Stärken und haben letztendlich in unserem Netzwerk immer die passende Kollegin oder den Kollegen, die wirklich auf den Punkt Antworten und Lösungen geben können. Und deswegen ist uns das Netzwerken auch im German Mittelstand so wichtig, um da einfach unseren Wirkungsraum mit
Leuten zu erweitern, die genauso viel Spaß haben an ihrer Arbeit wie wir. Und ja, das war es von meiner Seite. Genau, noch ganz kurz zu unseren nächsten Schritten oder zu unseren Herausforderungen, die wir im Moment haben. Also wir haben auch eine Akademie, die wir großgezogen haben, gerade im Bereich eben Weiterentwicklung auch bei den Kunden und Kundinnen, also dass die einfach wirklich das nötige Rüstzeug bekommen, um ihre eigenen Aufgaben im Marketing und Vertrieb durchführen zu können. Da stehen wir wie alle Schulungsanbieter halt vor den gleichen Herausforderungen im Moment, also kurzfristige Zu- und Absagen, also das kennt man mittlerweile bei Events, ne? Also man übersieht oft mal, ups, da habe ich mich ja auch noch angemeldet. Da werden wir schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Umgekehrt ist die Nachfrage immer noch sehr groß, also gerade an qualitätsvoller Weiterbildung auch, also mit der Fluktuation in Unternehmen, also das hat Corona auch ein bisschen verstärkt, dieses, okay, bin ich hier richtig an dieser Position, also viele mittelständische Unternehmen kämpfen gerade, also nicht, möchte nicht den Fachkräftemangel, sondern einfach mit Fluktuation wirklich, gute Menschen wechseln plötzlich und die Lücke muss gefüllt werden. Das machen wir zum einen eben mit Schulungen, also okay, interimsmäßig schauen wir mal, wer kann es übernehmen, und zum anderen auch übernehmen wir einfach als externe Marketingabteilung, sagen wir mal im Notfall oder als Interimmanager, das, was einfach gerade liegen bleibt, damit das Unternehmen sichtbar bleibt und weiterverkaufen kann. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, Andreas, oder? Jetzt sind wir offen für Fragen. Ja. So machen wir das. Dann sage ich mal, man ist ja nicht verpflichtet, hier sozusagen die Zeit voll auszuschöpfen. Ihr habt sie nicht voll ausgeschöpft. Ich stoppe mal die Uhr und ich gehe davon aus, dass wir schon die ersten Fragen haben. Ich habe eine ganze Menge, aber ich halte mich mal ein bisschen zurück. Wer möchte denn kommentieren oder Fragen stellen? Frage ich mal eine erste Frage, wie fandet ihr die Idee mit dem Video? Ehrlich gesagt super, weil ich sofort irgendwie einen Eindruck bekommen habe, was ihr tut. Also anstatt einer Beschreibung ein Ergebnis zu sehen, was ihr produziert habt oder was sie produziert haben, das hat mir einfach total gut gefallen. Weitere Kommentare, Joshi? Ist mal eine andere Art und Weise, was zu präsentieren und zu erklären, ohne dass man selber erstmal was sagen muss. Das ist zum Aufwärmen ganz gut, ja. Okay. Dann übe ich mal ein bisschen Kritik. Das war mir, ich hätte mir bei dem Video schon ein bisschen mehr Monika und ein bisschen mehr Andreas gewünscht und nicht so sehr einen Schauspieler, weil wir wollen ja euch kennenlernen und die Protagonistin dahinter steht. Ansonsten finde ich dann eine clevere Idee zu sagen, okay, ich fasse die Dinge schon mal per Video zusammen. Allerdings hoffe ich ganz ehrlich, dass es sich nicht einschleicht, dass jetzt jeder mit so einem Videoformat kommt, weil dann können wir gleich, wir stellen die Videos bei YouTube hoch. Und dann haben wir den Job erledigt. Aber um die Inhalte zusammenzufassen, natürlich grundsätzlich clever. Also wer ist, wenn ihr mal den Traumkunden beschreibt, wie schaut der aus? Weiblich. also ein, ledig. Ein neugieriger Entscheider im Mittelstand, der einfach Lust hat auf neue Wege und da einfach auch Wertschätzung in die Arbeit mit reinbringt. Also Wertschätzung ist uns extrem wichtig, so gegenseitig. Lässt man sich auf ein Projekt, auf eine gemeinsame Zeit ein. Und das ist uns sehr wichtig, dass die Erwartungshaltung da einfach von beiden Seiten ab dem Start der Zusammenarbeit funktioniert. Und wir haben sehr viele Freunde, mit denen haben wir eigentlich fast schon ein freundschaftliches Verhältnis, weil wir da auch sehr, also wir legen uns einfach ins Zeug. Wir wollen jetzt nicht einfach Arbeit nach Plan machen, sondern es soll letztendlich auch allen Spaß machen, diese Projekte. Und auch natürlich, also quasi das, was Andreas meint, eben mit Dinge neu machen, die auch mutig genug sind, sich mal sagen zu lassen, dass was vielleicht nicht so gut läuft. Ja, also das sind die Kunden, die kann man jetzt nicht akquirieren und sagen, hey, bist du einer, der sich gerne mal was Neues sagen lässt, sondern das ist halt, das ergibt sich in der Zusammenarbeit dann so ein, boah, das hat jetzt aber schon wirklich wehgetan, aber jetzt wissen wir, wo es hingeht. Und das ist einfach das, was richtig Spaß macht. Ja, wenn man sagt, okay, jetzt hat man so ein Problem an der Wurzel gepackt oder man kann es einfach mal an der Wurzel packen, wenn man die Wurzel überhaupt mal gefunden hat und nicht nur oben mit den Symptomen sich beschäftigt. Ich habe zwei Fragen, deswegen habe ich die Hand gehoben. Und zwar seid ihr zum einen auf regional gebunden, also heißt es, seid ihr in Österreich oder seid ihr im deutschsprachigen Raum oder international aufgestellt? Und zweitens, seid ihr branchenmäßig gebunden? Also habt ihr irgendwelche Fokusbranchen? Also zur Regionalität sind wir eigentlich relativ breit aufgestellt. Wir haben natürlich den Fokus im Umkreis von Wien, da haben wir einige Unternehmen.
die wir betreuen, die wir auch regelmäßig besuchen. Und der andere Spot ist sozusagen im Großraum Franken, Oberfranken. Einfach aufgrund meiner Historie. Ich komme ja ursprünglich aus der Bierstadt Kulmbach. Und dort haben wir auch einige Kunden, die wir betreuen, die wir auch regelmäßig aufsuchen. Und was die Branchen anbelangt, können wir sagen, sind wir relativ breit aufgestellt. Also wir haben derzeit ein bisschen einen Fokus im Bereich Cybersecurity. Das geht aber bis hin zu Tischlereien oder Schreinereien oder eine große Druckerei haben wir. Wobei wir auch gemerkt haben, dass Konzepte, die wir entwickelt haben, sich mit Anpassungen auch adaptieren lassen. Das ist auch so ein Kooperationsgedanke, den wir gehen, dass wir nach Möglichkeit Lösungen entwickeln, die auch woanders funktionieren, wo dann nachfolgende Kunden, die ähnliche Problemstellungen haben, einfach schon vom geringeren Aufwand profitieren. Genau, und bei den Branchen ist es so, also das ist jetzt keine richtige Branche, aber es ist eher so die Sachen, die ein bisschen schwer zu erklären sind. Ja, also wenn ich sage gerade IT, Security, Dinge, die man nicht angreifen kann, begreifbar zu machen, erlebbar zu machen, also auch bei der Tischlerei zum Beispiel, wenn man sagt, okay, Yachtausbau, wie man denn eine regionale Tischlerei so positioniert, dass denen klar ist, okay, der macht auch große Schiffe. Wunderbar, danke dir. Nächste Hand. Ich wollte einfach nur mal kurz noch hören, wann soll ich zum Hörer greifen und euch empfehlen? Wann weiß ich, dass ihr genau die Richtigen seid? Also wenn wir das jetzt auf eine Arztpraxis übertragen würden, würde ich sagen, wenn derjenige Wachstumsschmerzen hat. Du, Maria, ich habe eine coole Geschäftsidee. Kennst du jemanden, der die Möglichkeit hat oder das Know-how, das Ganze erstmal zu bewerten und dann die Schritte bis zum Ziel letztendlich zu definieren? Also zum einen Gründer, aber auch schon die Grown-up. Gründer ist unser Fokus nicht drauf. Also wir arbeiten tatsächlich mit Unternehmen, die grundsätzlich schon im Tun sind oder schon einmal gegründet haben und weiterkommen wollen. Wachstumsschmerzen, ja klar, das sind halt die einfach schon gesettelt sind und weiter möchten. Was da auch dazu gehört, ist quasi eben dieses nicht mehr weiterkommen, dieses Steckenbleiben. Ja. Das trifft manchmal EPUs genauso, aber eher quasi, wenn es halt einfach schon ein paar Mitarbeiter gibt, so im Bereich 10 Mitarbeiter aufwärts oder jemanden, wo ich sage, es gibt diese One-Woman, One-Man-Show im Marketing und die kommen alle irgendwie nicht miteinander weiter. Ja, also HR oder Marketing ist ja meistens so diese Engpassressource, dann sind wir genau die Richtung. Ich hätte die Frage ähnlich oder anders gestellt, aber in dieselbe Richtung, Maria. Ich hätte die Frage gestellt, wenn wir im Arztbild bleiben, welches wären denn eure Lieblingsschmerzen? Also ich würde dann in die Psychologie gehen und würde sagen, lieber Doktor, keiner nimmt mich wahr, keiner sieht mich. Wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, dann bin ich unauffällig. Dann würde ich ihn an die Hand nehmen, würde sagen, schau mal, wir schauen jetzt mal, was du für Stärken hast, für was wir dich positionieren, welche Kleidung dir passt und werfen dann das Spotlight auf ihn, damit er nicht keine Beklemmung kriegt, wenn plötzlich das Licht auf ihn leuchtet, sondern dass er voller Selbstvertrauen und letztendlich das gut preisgibt, was er auch kann. Genau, und zum Thema Schmerzen, also Akupunktur wäre mir noch eingefallen. Ja? Tut kurzfristig mal richtig, oder Akupressur tut kurzfristig mal richtig weh, ja, so Faszien. Mit Stricknadeln. Überklebungen lösen, ouch. Aber nachher bist du wieder beweglicher. Sehr guter Vergleich übrigens, gefällt mir. Wieder in Bewegung bringen, das ist, glaube ich, auch das, was wir ja hier beim German Mittelstand ja auch sehr gut umsetzen, um den Next Level zu erreichen. Und das ist eben diese Verklebungen aufzulösen. Also, wenn es zwickt im Kreuz zu Zweihorn, so würde man dann zusammenfassen. Ich freue mich, nachdem ich am Anfang ein bisschen Kritik geübt habe an dem Video, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich fand es jetzt sehr, sehr, sehr schön, wir kommen dem Ende entgegen, euch beide jetzt noch etwas, als die beiden, ihr seid jetzt sozusagen die zwei Hörner, die hier für den Kunden aktiv sind, so habe ich sie mal bei eurem Besuch in München verstanden, die beiden Zweihörner tatsächlich noch besser kennenzulernen, das fand ich jetzt sehr schön. Gibt es noch weitere Fragen? Nein, es gibt Applaus von Maria. Danke dafür. Ich sage vielen Dank, dass ihr euch geöffnet habt, dass ihr euch vorgestellt habt, dass ihr uns die Chance gegeben habt, euch kennenzulernen. Wir wünschen uns weiterhin gutes Networking im German Mittelstand. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche und ein großartiges Wochenende. Bye, bye.